grob gesagt beschäftige ich mich mit ganzen Zahlen, also den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und wann Gleichungen in ganzen Zahlen lösbar sind. Eine Sache, für die ich recht bekannt wurde, ist meine Theorie der sogenannten perfektoiden Räume, die es ermöglicht, verschiedene geometrische Situationen miteinander zu verbinden in Weisen, die vorher nicht möglich waren. Das Faszinierende an der Zahlentheorie ist, dass man zu diesem Studium dieser sehr elementaren Objekte wie der ganzen Zahlen Techniken aus nahezu allen anderen Gebieten der Mathematik, aus der Analysis, aus der Geometrie, aus der Topologie braucht, um diese Fragen zu beantworten. Meiner Meinung nach ist die Mathematik schon da und man entdeckt sie größtenteils. Und das finde ich faszinierend, dass man diese objektive Realität allein durch Nachdenken erfassen kann. Ja, im Nachhinein eben, aber nicht im Vorhinein. Dass Sie als Letztes an die Reihe kommen, das ist in unserer immer noch von Anciennitätsprinzipien geprägten Welt, das ist meistens das Schicksal der Jüngsten. Und so ist es heute auch und so hat es irgendwie seine gute Ordnung, Herr Scholze. Herr Scholze ist 28 Jahre alt, er ist nicht nur der jüngste Preisträger des heutigen Abends, er ist überhaupt der jüngste Preisträger in der 31-jährigen Geschichte des Leibniz-Preises und die Geschichte des Leibniz-Preises ist bei weitem nicht der einzige Weltzusammenhang, in dem er der Jüngste ist. Er ist eben immer der Jüngste. Dass gleichwohl Jugendlichkeit nicht vor wissenschaftlichen Ausnahmeleistungen schützt, das belegt sein Lebenslauf ziemlich eindrücklich. 1987 in Dresden geboren, machte Herr Scholze nicht nur als Schüler des Heinrich-Hertz-Gymnasiums, eines mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums hier in Berlin, machte er nicht nur als Schüler des Heinrich-Hertz-Gymnasiums früh auf sein Talent aufmerksam, sondern auch durch den fünfmaligen Gewinn beim Bundeswettbewerb Mathematik, durch zahlreiche Erfolge bei der Mathematik-Olympiade in Deutschland, durch 4 Goldmedaillen bei der internationalen Mathematik-Olympiade. Er hat dann in Bonn Mathematik studiert und ist nach seiner Promotion 2012 in einem außergewöhnlichen Berufungsverfahren auf einen der 5 Lehrstühle am Hausdorff Center for Mathematics in Bonn berufen worden, wo er immer noch der jüngste W3-Professor in der Bundesrepublik ist. Herr Scholze gehört heute zu den großen Koryphäen seines Fachs und zwar weltweit. Seine Arbeiten zeichnen sich durch methodische Kreativität und große schöpferische Kraft aus. Weltweit werden sie als bahnbrechend gefeiert, weil sie grundlegende und seit Jahrzehnten ungelöste Probleme der arithmetischen Geometrie lösen. Von den zahlreichen Beiträgen und mathematischen Leistungen Herrn Scholzes hat der Nominierungsausschuss besonders 2 hervorgehoben. Erstens sein Beweis der sogenannten Langlands-Vermutung für p-adische lokale Körper, einer der wichtigsten Beiträge zur Theorie der automorphen Formen in den letzten 2 Jahrzehnten. Und zweitens hat Herr Scholze mit seiner Theorie der perfektoiden Räume, von der er auch gerade in dem Film sprach, einen Ansatz ausgearbeitet, der das Methodenspektrum der Mathematik in ungeahnter Weise geöffnet hat und weithin als geradezu revolutionärer Durchbruch der algebraischen Geometrie gilt. Wie tragfähig diese Theorie ist, hat Herr Scholze dabei selber anhand seiner partiellen Lösung der Monodromie-Vermutung von die Linie belegen können, wie auch am Beispiel der p-adischen Hodge-Theorie für rigide Räume, womit er eine seit über 40 Jahren offene Frage der Mathematik beantworten konnte. Und bei alledem, so hebt es der Nominierungsausschuss hervor, besticht Herr Scholze nicht nur durch analytische Brillanz, sondern auch durch eine außerordentliche Gabe, Zitat, die Ausgangsidee und das endgültige Resultat so einleuchtend und elegant zu formulieren,
wie wir es sonst nur von den großen Klassikern der Mathematik kennen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, mit Herrn Scholze zeichnen wir einen Ausnahmemathematiker aus, der in jungen Jahren Außerordentliches geleistet hat. Und ich gestehe, dass es mir eine besondere Freude ist, Ihnen den Leibniz-Preis dieses Jahr überreichen zu dürfen.